In dieser Woche haben mich wieder unzählige Menschen darauf angesprochen, was ich denn zu den unsäglichen Vorgängen im sogenannten Korruptionsuntersuchungsausschuss im Parlament sage. Am liebsten nichts, war meine spontane Reaktion. Aber nicht, weil mir dazu nichts einfällt, sondern weil mir das aufgeblasene und verlogene Theater in den heiligen Säulenhallen des Parlaments und die durchsichtige und einseitige Show, die die meisten heimischen Medien daraus machen, schon seit Wochen auf die Nerven geht. Aber dann ist mir gerade durch die vielen Nachfragen aufgefallen, dass die angesprochene mediale Show für viele Menschen offenbar gar nicht so durchsichtig ist, wie ich geglaubt habe. Und ich habe in vielen Gesprächen gemerkt, dass viele Menschen, die die reißerischen Schlagzeilen und einseitigen Medienberichte oft genauso übernehmen und für bare Münze halten, was sie da lesen, hören und sehen, dass diesen Menschen schnell der Mund offen bleibt, wenn man ihnen im persönlichen Gespräch nur ein paar Fragen stellt oder ein paar Zusatzinformationen gibt. Solche Zusatzinformationen erhält man nämlich in den meisten Medien entweder gar nicht mehr oder nur noch in Leserbriefen oder Gastkommentaren, von denen sich die Redaktion natürlich vorbeugend distanziert. Demgegenüber habe ich als Chefredakteur von Jedermann TV ja das Privileg, mich nicht von meiner eigenen Meinung distanzieren zu müssen. Und ich muss mich auch nicht fürchten, dass der Herr Bundeskanzler und seine Parteifreunde in Regierungsämtern und anderen Funktionen quer durchs Land versuchen, mich durch Millioneninserate ruhig zu stellen bzw. auf Linie zu bringen. Ganz im Gegenteil. Im Fall von Jedermann TV wird von Politikern einer bestimmten Richtung nicht nur ständig interveniert, sondern auch versucht, wirtschaftlich Druck zu machen, indem eben nicht inseriert wird. Das ist im Übrigen nicht neu, sondern war schon bei unserem Vorgängersender Salzburg TV so. Bereits 2003 hat mir ein hochrangiger Salzburger Funktionär von Arbeiterkammer und Gewerkschaft in einem Beschwerdebrief wörtlich geschrieben: Abschließend versichere ich Ihnen, dass ich alles tun werde, um Aufträge aus den Arbeitnehmerinteressensvertretungen an Ihren Anti-Gewerkschaftssender zu verhindern. Der Mann hat Wort gehalten. Den angekündigten Auftragsboykott hat es dann bei Salzburg TV jahrelang wirklich gegeben. Bei Jedermann TV ist er mittlerweile auf viele andere Institutionen und Firmen ausgedehnt worden, die im politischen Einflussbereich dieses Landes liegen. Ja, und damit schließt sich der Kreis auch schon wieder. Denn die Frage sei erlaubt: Ist es nur Machtmissbrauch und Korruption, wenn Politiker und Funktionäre Millionen an Steuergeldern und Zwangsgebühren für Jubelinserate in Medien buttern, die in ihrem Einflussbereich stehen und auch brav berichten? Oder hat es nicht ebenso mit Korrumpierbarkeit und Machtmissbrauch zu tun, wenn man unliebsame Medien durch einen Werbeboykott wirtschaftlich in die Knie zwingen möchte? Und ist es nicht seltsam, dass die vielen politisch korrekten Journalisten, die sonst Jahr und Tag jede noch so kleine Ungerechtigkeit anprangern, darüber kein Wort verlieren? Ist es nicht seltsam, dass sich Zeitungen, die jährlich Millionen an Presseförderung kassieren, zu diesem Thema ebenso ruhig halten wie Medien, die Millionen an Regierungsjubelinseraten zugeschanzt bekommen und wie der staatliche Rundfunk, der neben Milliarden aus der Werbung auch noch Milliarden aus Zwangsgebühren kassieren darf? Aber nein, sagen die Vertreter der genannten privilegierten Medien, das sei gar nicht seltsam. Das sei schlicht und einfach eine von vielen Verschwörungstheorien, von denen es ja in jüngster Zeit immer mehr gibt. Wenn etwa honorige ehemalige Höchstrichter als Mitglieder in der Kampusch-Kommission nicht müde werden, offensichtliche Ermittlungsfehler und konzertierte Vertuschungsaktionen von Justiz- und Ermittlungsbehörden anzuprangern, fährt die vereinigte Mediendampfwalze mit voller Kraft über das alles drüber und spricht lapidar von einer Verschwörungstheorie. Wenn der Vorsitzende des Kampusch-Untersuchungsausschusses im Parlament, der ÖVP-Abgeordnete Walter Amon, dies ebenfalls anprangert und die Justiz kritisiert, zieht ihn die besagte vereinte Medienmacht wochenlang ins Lächerliche und spricht ebenfalls von reinen Verschwörungstheorien. Wenn unmittelbar danach die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Amon aufnimmt, führt das gleich wieder zur nächsten Medienkampagne. Wenn der ÖVP-Klubobmann das kritisiert, wird ihm im ZIB-2-Verhör vorgeworfen, er verbreite eine Verschwörungstheorie. Wenn der verurteilte ehemalige BAWAG-Chef Helmut Elsner seit Jahren behauptet, dass der mitangeklagte Investmentbanker Wolfgang Flöttl die vielen BAWAG-Millionen nicht verspekuliert, sondern schlicht und einfach gestohlen hat und eine Reihe von Beweisen dafür vorlegen will,
bezeichnet ZIP2-Moderator Armin Wolf das erst am Montag dieser Woche als Verschwörungstheorie und sagt in einer Nachrichtensendung des staatlichen Fernsehens allen Ernstes, es spiele doch keine Rolle, wohin die BAWAG-Millionen verschwunden seien. Diese interessante Beurteilung hat übrigens schon die Richterin im ersten BAWAG-Prozess, Claudia Bandion-Ordner, von sich gegeben. Aber seit Jahren will kein Journalist der Frage nachgehen, wo die BAWAG-Millionen tatsächlich sind. Niemand hinterfragt die dummdreiste Behauptung des Herrn Flöttl, dass er über den Verbleib der Millionenkonten nicht sagen könne, weil sein Computer abgestürzt sei. Wenn Helmut Elsner nach Mitternacht in einer Wiener Bar tanzt, füllt das tagelang die Titelseiten von Boulevardzeitungen bis hin zum ORF. Aber handfeste Hinweise darauf, wo die BAWAG-Millionen versickert sein könnten, interessieren die unbestechlichen Magazine und Aufdeckermedien dieses Landes offenbar überhaupt nicht. Sind ja ohnehin alles nur Verschwörungstheorien, gell? Ähnlich seriös und objektiv ist für mich die Berichterstattung über das inszenierte Spektakel des Korruptionsuntersuchungsausschusses im Parlament. Da werden die wirklichen Korruptionsfälle zunehmend mit teils lächerlichen Bagatellfällen in denselben Topf geworfen und dadurch völlig verwässert. Da werden Tag für Tag Zeugen geladen, die wenig zur Aufklärung beitragen oder sich überhaupt der Aussage entschlagen und den Ausschuss zu einer billigen Show von profilierungssüchtigen Parteipolitikern verkommen lassen. Das Muster der Berichterstattung ist leicht erklärt. Während optisch der Weg der geladenen Zeugen durch die Gänge des Parlaments täglich als medialer Canossagang durch dicht drängende Fotografen und Kamerateams inszeniert wird, bleiben die inhaltlichen Botschaften durchsichtig und einseitig. Wenn etwa der ehemalige Lobbyist Peter Hochecker über Zahlungen der Telekom an Minister der schwarz-blauen Regierung Schüssel aussagt, füllt das tagelang die Schlagzeilen und im Zusammenhang damit wird Wochen und Monate lang vom Korruptionssumpf der ÖVP und auch einiger ehemaliger FPÖ-Minister berichtet. Wenn derselbe Peter Hochecker von Zahlungen an den früheren Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und andere SPÖ-Politiker spricht, ist das bestenfalls kurz mal ein Nebenthema und tags darauf längst wieder aus den Gazetten verschwunden. Im Falle von Herrn Amon, der Vorsitzender der ÖVP im Ausschuss ist, macht die Wiener Staatsanwaltschaft wegen eines Druckkostenbeitrags von ein paar tausend Euro auf scharf, pfeift auf die sonst übliche mediale Zurückhaltung bei laufenden Verfahren, worauf die Medien tagelang über diesen angeblichen Riesenskandal berichten, Amons Rücktritt fordern und von einem Geldwäscheskandal der ÖVP schreiben. Im Falle der dubiosen Vergabe von millionenschweren Inseraten an befreundete Zeitungen durch SPÖ-Chef und Bundeskanzler Werner Faymann und seinen Staatssekretär Ostermeier ermittelt die Staatsanwaltschaft zur selben Zeit in aller Stille, gibt nichts an die Medien weiter und diese berichten seltsamerweise auch nicht darüber. Nun weiß ich natürlich, wie die angesprochenen Politfunktionäre und Journalisten reagieren, wenn jemand wagt, öffentlich zu äußern, er hätte ihr Spiel durchschaut. Man gibt sich empört, spricht wiederum von Verschwörungstheorien und wird zum x-ten Mal behaupten, hier ginge es nur darum, die eine Seite zu verteidigen und die andere anzuklagen. Das ist natürlich Quatsch. Ich empfinde die meisten Berichte über den sogenannten Korruptionsausschuss gerade deshalb als einseitig und durchsichtig, weil ich nicht zu jenen Gutmenschen gehöre, die immer so tun, als gäbe es bessere und schlechtere Gesinnungsgemeinschaften und damit suggerieren wollen, dass Politiker bestimmter Parteien mehr oder weniger zu irgendwelchen Machenschaften oder gar kriminellen Taten neigen. Die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass Menschen sich eben unterschiedlich verhalten, wenn sie an die Macht kommen. Die einen zeigen Charakter, die anderen unterliegen der Versuchung, diese Macht zu missbrauchen und sich auch zu bereichern. Und solche Menschen gibt es in allen politischen Parteien, quer durch alle Schichten und Gruppen. Und gerade deshalb empfinde ich die ideologisch motivierten Gutmensch-Missionare als billig und durchsichtig, die den Bürgern Jahr und Tag das Gegenteil weismachen wollen. Nämlich, dass die Anhänger und Sympathisanten ihrer ideologischen Glaubensgemeinschaft schon aus Prinzip besser und ehrlicher und solidarischer seien als alle anderen. Um dies zu untermauern, ist diesen Missionaren jedes Mittel recht. Auch und vor allem in der Berichterstattung, die früher noch viel versteckter in jüngster Zeit immer dreister an dieser Schraube dreht. So gesehen ist es ja schon wieder lustig zu beobachten, wie Journalisten permanent die Berichterstattung über einen Untersuchungsausschuss manipulieren, indem es um Korruption und Manipulation geht. Gell?